So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. In dem Video gibt es 7 Merksätze aus der Physik. Viel Spaß! So, dann fangen wir direkt mal mit dem ersten Merksatz an. Dich immer gleichmäßig beweg, dann ist die Geschwindigkeit mal Zeit dein Weg. Das heißt, wir haben S ist gleich V mal T. Das ist eine gleichförmige Bewegung und dafür gilt, wiederholen wir direkt nochmal, V ist gleich konstant und wir haben keine Beschleunigung, die ist 0. Das heißt, wir bewegen uns konstant, konstant, ohne Beschleunigung, konstant, genau. So, jetzt gucken wir uns die andere Bewegungsart an. Beschleunigung mal Zeit im Quadrat durch 2 ergibt eine ziemliche Raserei. Das heißt, wir haben S ist gleich A mal T Quadrat durch 2 oder wir können auch schreiben 1/2 mal A mal T Quadrat. Das kommt ein bisschen häufiger vor in der Schreibweise, ist aber egal. Ne? Also wir können diese durch 2 auch nach vorne ziehen mit 1/2 und das ist eine gleichmäßig beschleunigte Bewegung und für eine gleichmäßig beschleunigte Bewegung gilt, ich werde schneller oder ich werde langsamer. Das heißt, ich habe eine konstante Beschleunigung, die entweder positiv oder negativ ist. Und was auch noch wichtig ist, die Geschwindigkeit ist dadurch nicht konstant, sondern wächst gleichmäßig oder wird gleichmäßig langsamer. Das heißt, ist nicht konstant. So, der Vollständigkeit halber machen wir noch V ist gleich A mal T. Dann hast du nochmal alle Formeln für die gleichmäßig beschleunigte Bewegung. Und hier bei der gleichförmigen Bewegung gab es ja nur diese eine. So, dann schauen wir uns direkt die dritte an. Auf der Erde noch so schwer, auf dem Mond nur noch ein Sechstel mehr. Das heißt, auf dem Mond ist die Gewichtskraft nur ein Sechstel. Das heißt, wenn du jetzt hier 600 Kilogramm wiegst, was ich mal nicht glaube, dann wiegst du auf dem Mond nur 100 Kilogramm. Also du kannst dein Gewicht durch 6 teilen, wenn du auf dem Mond bist. Also beste Brigitte-Diät, die es gibt. So, Volt mal Ampere ergibt in Watt, was der Strom geleistet hat. Oh, das ist Pui, auch sehr, sehr wichtig. Pui und Uri, das sind so die beiden wichtigen aus der Elektrizitätslehre für die Basics. Das musst du auf jeden Fall können. So, Volt mal Ampere. Wir haben Spannung U, wird in Volt angegeben. Und I, Stromstärke in Ampere. Und das Ganze ist Watt. Also Volt mal Ampere ist Watt. Das ist hier dieser Satz. So, dann kommen wir schon zu Number 5. So, Nordpol gleich rot, Südpol gleich grün. Hier reimt sich nichts. Genau, hier geht es nämlich nur um O, rot. Ü, grün. Das heißt, bei einem Magneten ist Nordpol rot, Südpol grün. Und die Magnetfeldlinien gehen immer von Nord nach Süd. Das so definiert, ne? Nord nach Süd. Das ist ganz, ganz wichtig. Es kann auch mal sein, wie in meiner Formelsammlung zum Beispiel, dass der Südpol nicht grün ist, sondern blau. Also das ist grün oder blau. Nordpol ist aber immer rot. Das habe ich noch nie anders gesehen. So, dann kommen wir zum sechsten. Das ist fast mein Favorite. Rasenmäher überfährt Igel. Das heißt, Rasenmäher überfährt Igel. R, Widerstand, ist gleich U durch I. Widerstand ist gleich Spannung durch Stromstärke. Also im Prinzip auch Uri, nur umgestellt. Also da gibt es so viele Merksätze, das musst du auf jeden Fall können. Aber ich denke mal, das wird kein Problem für dich sein. Boah! So, das ist der letzte Hauptsatz, der siebte. Blau bricht mehr. Wer blau ist, bricht mehr. So, was ist das? Das ist die sogenannte Dispersion. Das heißt, das Licht hier von diesen Scheinwerfern besteht aus ganz vielen unterschiedlichen Farben und Wellenlängen. Das heißt, ein Farbspektrum. Und das Licht unterschiedlicher Wellenlänge wird unterschiedlich gebrochen. Das heißt, wenn Licht auf ein Prisma trifft, dann wird Licht, was erst weiß erscheint, trifft dann auf eine Grenzfläche, wird gebrochen. Und die Dispersion heißt, dass jede Wellenlänge unterschiedlich gebrochen wird. Jede Farbe bedeutet eine unterschiedliche Wellenlänge. Somit wird jede Farbe unterschiedlich stark gebrochen. Und in dem Fall wird Blau am stärksten hier gebrochen.
Also hier ist noch Violett, wird noch stärker gebrochen. Aber dass man sich das merkt, ne? Blau, wer blau ist, bricht mehr. Also blau wird am stärksten gebrochen, rot nicht so. Ne? Nur dass du weißt, okay, es hängt von der Farbe ab, der Wellenlänge, der elektromagnetischen Welle, wie stark etwas gebrochen wird. Das ist hier das Wichtige, das aus der Optik. Genau, das waren die 7 Merksätze aus der Physik. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn du auch noch weitere Merksätze kennst, das war nicht das letzte Video dazu, dann schreib es gerne in die Kommentare, wenn du noch irgendwelche Merksätze kennst aus der Schule oder aus dem Studium zur Physik, gerne auch zu anderen Fächern, dann schreib die gerne unten hin, da können wir mal ein bisschen sammeln und dann mache ich daraus ein neues Video. Ansonsten wünsche ich dir ganz viel Erfolg weiterhin beim Lernen für deine Prüfung oder wo du auch immer gerade stehst. Und wenn dir das Video gefallen hat, du mich noch nicht abonniert hast, würde ich mich natürlich auch über ein Abo freuen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Ich bin Robert, dein Physikcoach. Ciao!